Und willkommen zurück, Leute. Das fröhliche Zähmen geht weiter. Und heute zähmen wir, wie heißt denn der eigentlich? Vulture. Vulture, ja, genau. Das ist mehr oder weniger so ein Geier, ne? So ein. Ja, nicht nur mehr oder weniger. Ist ein Geier. Geier. Ich habe übrigens hinter mir auch noch einen fliegen sehen. Oh, hier ist ein Raptor hier hinten. Müssen wir aufpassen. Ja. Wie ihr natürlich seht, sind wir nicht auf der normalen Standardkarte von Ark the Islands, sondern wir sind im DLC Scorched Earth und da gibt es natürlich andere Tiere und da gibt es eben diesen, wie heißt denn der Geier eigentlich bei uns? Argentavis. Nee, nicht der Geier Argentavis, sondern der Geier, den wir jetzt gerade eben gesehen haben. Geier. Ja, aber noch Aasgeier. Aasgeier, genau, Aasgeier, das ist das. Aber wo ist der jetzt hingeflogen? Also der eine ist... Zum Wasserloch. Da müssen wir aufpassen. Da fliegt er, super, der kommt sogar zu uns. Ja, da ist der Raptor noch. Hoffentlich ist das kein hoher Raptor vom Level. Sollen wir den erstmal wegschießen? Warte. Ich will ja. Ja, wir müssen sowieso. Wir müssen sowieso ran. Oh, das war schon mal nichts. Okay, ich habe ihn getroffen, hoffentlich ist kein großer. Oh, 40. Ja, bleib stehen. Ich kann. Aber, du bist so schnell rückwärts, wie ich nicht vorwärts laufen kann. So. Oh, die Beeren nehme ich mit. Zack, zack. Ah, hier ist unten, der ist auf dem Boden, der ist am Boden. Hast du, also den ja, kann man hab nur... Ich. So, wie ihr gesehen habt, ich habe... Ja, oh nein, der fliegt weg. Wir müssen ein bisschen aufpassen, der... Der greift mich an. Aber eine Leiche hier in der Nähe liegt, deswegen greift er mich an. Okay, dann kommen wir ja eigentlich gerade zur perfekten Information. Also man zähmt den mit Gammelfleisch, man legt das auf die Null, also eine Passivzähmung wird das. Und lass die sind nicht. Eigentlich... Eigentlich lass nicht mich. Aggressiv, die oh, werden aber oh, nur oh. Dann aggressiv... Oh, killt er dich? Ich bin gleich tot. Spring unter Wasser, geh unter Wasser. Ja, hier ist nicht so tief. Nein! Oh, jetzt. Oh Gott. Okay. Hat er sich beruhigt? Ja, hat sich beruhigt. Und ich kann jetzt weiter zähmen. Alter Schwede. Und ich kann ihn zähmen. Ich kann ihn. Und. Ich habe mir gerade noch was zugesteckt. Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Okay, hat aber gerade durch seinen Angriff ja. Hat er die Zähm den Zähmbein verloren. Ich habe daran gedacht, dass der aggressiv wird, wenn eine Leiche in der Nähe ist. Genau, das ist nämlich genau das. Ja, zum Glück hat er ein schlechtes Gedächtnis. Aber es ist gut, dass man unter Wasser gehen kann, wie so beim Bienenschwarm, ne? Der sucht dich übrigens noch, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, ist klar. Komm. Hab ihm nochmal was zugesteckt. Upi? Er ist gleich fertig, muss noch einmal essen. Ja. Ihr seht natürlich, das ist so ein bisschen wie bei den Delfinen. Ihr müsst immer hinterherlaufen oder hinterher schwimmen eben bei den Delfinen. Und es ist echt, der ist schon super cool, ne? Ja! Das ist mal eine mega schnelle Zähmung und das ist auch mal richtig cool gerade gewesen. Hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Und natürlich mit euch zusammen, diese Vulture. Dieses Dosierbild mit euch fotografiert und so. Das machen wir. Keinen anderen Namen. Genau. Warte mal. Man kann ihn, glaube ich, auf die Schulter nehmen. Ja, genau. Geil. Perfekt. Das sieht echt cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ja, ich will ihn auch mal haben. Ah, der folgt dir jetzt gerade. Muss mal ganz kurz. Ich will eben einen kleinen wieder haben. Der ist einfach süßer. Ah, ich habe meinen. Den musst du erstmal wegschmeißen. Genau. Schmeiß ihn weg. So. Cool. Was kann der jetzt? So, und dann kommen wir mal ganz kurz zur Erklärung, was der so kann. Der kann jetzt nicht unbedingt was ganz Besonderes, aber nützlich ist er natürlich, wie jedes Tier eigentlich bei Ark, ist er auch ein bisschen nützlich. Er kann, ich tue den erstmal ganz kurz von der Schulter schmeißen. Man kann in ihm, das ist nicht, das sieht so aus, als ob ich küssen würde, das ist jetzt nicht wie bei den anderen Tieren, dass es vielleicht ein bisschen langsamer vergammelt. Das ist genau das Umgekehrte, der umgekehrte Effekt. Bei ihm in seinem Körper vergammelt das Fleisch doppelt so schnell oder wie viel? Schneller zumindest auf jeden Fall. Also ich. Wie schneller, genau, es ist nicht eine
gibt es keine Angabe bisher. Aber es vergammelt schneller und so kommt er so gesehen, das vergammelt schneller in seinem Körper, kommt er eben schneller an vergammeltes Fleisch. Das ist so gesehen sein Effekt, was er machen kann. Und ich suche jetzt mal ganz kurz meinen Gizmo, den ich hier im Busch habe. Dann nochmal als Information für alle ARK-Spieler, die jetzt von Anfang an schon mitspielen. Die Tassenbelegung des Abwerfen des Tigris ist jetzt übrigens nicht mehr Doppel-E, sondern jetzt ist Doppel-F. Weil man hatte das Problem immer gehabt, wenn man hier durch so einen Busch gelaufen ist und man wollte dann irgendwie ein paar Beeren haben. Dann hat man automatisch immer seine Tiere, die man auf der Schulter hatte, immer abgeschmissen. Und das ist jetzt nicht mehr auf E, sondern auf Doppel-F. Für die Xbox-Spieler weiß ich das nicht, müsst ihr selber wissen, selber raussuchen. Und das ist natürlich bei dem Geier genau das Gleiche. Mit E aufnehmen und zweimal F abschmeißen. Okay, das war's dann eigentlich schon, ne? Ich muss ehrlich sagen, das war mal eine Easy-Zähmung. Wo ist der jetzt denn? Eine Easy-Zähmung. Und so kann es eigentlich immer sein. Also, wir stellen uns mal neben den hin. Ich brauche eigentlich gar nicht, ich stehe. Ich bin ja fast gesprungen. Ich bin ja genauso groß wie ihr. Okay, Leute, von mir Grave und unserem Aasgeier. Tschüss, tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren oder einfach mal ein Däumchen hochlassen. Und bis zum nächsten Mal und tschüss. Auf der Seite, wo dir das Skelett ist, oder auf der anderen Seite? Hast du kein Skelett bei dir? Skelett ist. Okay, ich bin hier auf dem Stein so halb hochgelaufen. Guck mal. Ja, ich muss erstmal die Viecher loswerden. Bring ihn nicht nach hier! Bring ihn nicht nach hier! Ich bin ja so weiter weggesprungen. Boah, aua, aua. Ein Wolf! Ein Säbelzahntiger! Wo bist du denn? Also, oh nein, 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 komm nicht zu mir, komm nicht zu mir, komm nicht zu mir! Oh fuck, Terramots, Terramots! Wie warst du denn da hinter dir? Pass auf, komm, ich hau die mal platt. Oh ja, das ging schon mal. Oh, so, Silber, du! Ich hatte es ein. Wie viel? 56. Nein! Ah, Mann, 56! Ich krieg einen Horn. Was bringt ihr hier? Bringt ihr hier die ganzen Insekten mit? Oh Mann. Ich spawne einfach so lange, bis ich direkt neben mich spawne. Hallo? Wo bin ich jetzt? Oh Mann!